Gott ist Liebe. Mehr als alles andere ist Gott Liebe. Wenn du in das Allerheiligste eintrittst, findest du dort nicht den Richterstuhl, sondern den Gnadenthron. Wenn du so tief, wie es dir möglich ist, zu Gott vordringst, findest du Liebe als seine ewige Motivation. 1. Korinther 13 beschreibt Gottes Liebe, nicht nur die Liebe, die er von uns verlangt, sondern die Liebe, die er uns durch die Person seines Sohnes vorgezeigt hat. Tausche beim Lesen von 1. Korinther 13 das Wort Liebe mit dem Wort Gott aus. Schließlich ist Gott Liebe. Gott ist langmütig und gütig. Gott beneidet nicht, Gott prahlt nicht, er bläht sich nicht auf, er ist nicht unanständig, er sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu, er freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, er freut sich aber an der Wahrheit. Gott erträgt alles. Wenn Gott Liebe ist, und das ist er, dann können wir jetzt damit anfangen, ihn und seine Güte zu verstehen. Wenn Gott uns befiehlt, in Liebe zu wandeln, dann demonstriert er uns diese Liebe zuerst. Gott schüttet ständig Segen über dich aus. Er möchte, dass du diesen empfängst. Er möchte dir seine Güte durch den Herrn Jesus zeigen. Gott misst nicht mit zweierlei Maß. Er schenkt uns diese Liebe und erwartet, dass wir dieselbe Liebe weitergeben. 1. Johannes 3,17 sagt, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wenn Gott von uns verlangt, unseren Brüdern gegenüber Barmherzigkeit und Großzügigkeit zu zeigen, wird er dann nicht auch uns gegenüber dasselbe tun? In Matthäus 7,11 steht, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Wenn du glaubst, dass Gott dich heilen kann, aber er es nicht tut, weil es sein Wille ist, dich krank zu halten, wie kannst du dann eine liebevolle Einstellung zu ihm aufrechterhalten? Ich finde es schwer vorstellbar, dass Menschen Gott wirklich so lieben können, wie sie es sollten, wenn sie glauben, dass Gott seine Kinder mal so und mal so behandelt. Einmal befand ich mich in einer verzweifelten finanziellen Not. Ich ging zu einem Freund, der mehr als fähig war, mir aus der Krise zu helfen. Er gab zu, dass er die Mittel hatte, mir zu helfen, aber er hatte seine eigenen Gründe, warum er ablehnte, mir zu helfen. Es war keine Kleinigkeit für mich, meine schlechten Gefühle gegenüber diesem Freund zu überwinden, der in der Lage war, aber nicht bereit war, mir in einer Zeit von echter Not zu helfen. Gott für unerhörte Gebete verantwortlich zu machen, wird für viele Christen zu einer Wurzel der Bitterkeit. In einer Zeit der Not wandten sie sich an Gott, aber weil sie nicht wussten, wie man die Prinzipien des Glaubens anwendet, konnten sie nicht von Gott empfangen und folglich glaubten sie, dass Gott etwas von ihnen zurückhält. Andere sagen, wenn Gott will, dass ich es habe, wird er es mir geben. Im Herrn Jesus wurde dir schon alles gegeben, aber du musst deinen Teil dazu beitragen, um es zu beanspruchen. Mache nicht Gott verantwortlich für deinen Mangel. Wir müssen dringend erkennen, dass Gott uns bereits beschenkt hat. Im 2. Petrus 1,3 steht, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Gott hält nichts von uns zurück. Er hat uns bereits alles gegeben. Als Jesus starb, hat er uns alles geschenkt, was wir brauchen. Aber wir lernen durch Erkenntnis über ihn, wie wir alles, was uns gegeben wurde, auch ergreifen und zu eigen machen können. Vor einigen Jahren führte mich der Herr in ein längeres Fasten hinein. Während der letzten Woche des Fastens checkte ich in einem Hotel ein, damit ich ohne Ablenkung allein mit Gott sein konnte. Ich las jede Passage, die sich auf die Liebe Gottes bezieht im Neuen Testament und in jeder Übersetzung, die ich besaß. Ich begann Gott in einem völlig anderen Licht zu sehen. Ich sah Liebe als Grundlage für alle seine Handlungen. Während dieser Woche befähigte Gott mich, wirklich in den Weg der Liebe einzutreten. Seitdem habe ich mich nie mehr gefragt, ob es Gottes Wille sei, irgendwelche Bedürfnisse der Menschen zu stillen. Weil er uns so sehr liebt, ist er immer bereit, sich unseren Bedürfnissen anzunehmen. Der Apostel Johannes sagte in 1. Johannes 4,16,
und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Egal wie sehr dich jemand liebt, es wird für dich keine Rolle spielen, wenn du davon nichts weißt und du es nicht glaubst. Der größte Teil der Menschheit kennt die Liebe Gottes nicht und glaubt auch nicht daran. Wenn du in den Heiligen Schriften forschst, bitte den Heiligen Geist, die Liebe Gottes in dein Herz auszugießen. Bitte um die Offenbarungserkenntnis über die Liebe Gottes. Wie der Apostel Johannes müssen wir die Liebe, die Gott für uns hat, kennen und glauben. Bis wir in dieser Liebe verwurzelt und geerdet sind, neigen wir dazu, den Glauben lediglich als Mittel zum Zweck zu betrachten, um etwas von Gott zu erlangen. Aber sobald wir in der Lage sind, Gottes Liebe als das zu sehen, was sie ist, können wir seine Versorgung als Ausdruck seiner Liebe zu uns sehen. Daraus folgt, dass wenn wir darin versagen, Gottes Versorgung zu erhalten, wir in Wirklichkeit die Liebe Gottes ablehnen. Jahrelang wünschte ich mir großen Glauben und große Kraft in meinem Leben. Als ich die Liebe Gottes so sah, wie sie ist, wurde mir klar, dass ich das Falsche gesucht hatte. In Epheser 3,19 steht, um die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Als ich die Liebe Gottes kannte und glaubte, da zeigten sich auch Kraft und Glaube in meinem Leben. Das Geheimnis, die Fülle Gottes zu besitzen, besteht darin, die Liebe Gottes zu kennen.